Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu Overwatch. Den Part werde ich wahrscheinlich bestens spielen, weil wir in der Verteidigung sind. Da steht keine Zeitangabe. Ah, okay, dann warten wir noch. Also ist eh egal. Nehme ich gerade Tracer so lange. Oder auch nicht. Da ich jetzt die Vibration ausgestellt habe, sollte es auch nicht so bei der Transformation in ein Maschinengewehr bei ihm so vibrieren. Das sollte vielleicht besser sein. Aber hey, was soll's, es ist ein Noob-Char. Er hat irgendwie 500 Leben, kann sich alle 2 Sekunden heilen und hat durchgehend Schuss, also pff. Und er ist auch meistens bei den Spielen des, also den... Wie heißt denn das? Das bei den Highlights dabei. Weil man muss einfach wirklich nur schießen mit dem. Ja, okay, er hat 300 Leben, aber er hat ein Schild. Nee, das wird hier so gezeigt. Ja. Ich finde das ja so klasse, dass man in dem Spiel nichts verliert, wenn man irgendwo bei einem hohen Punkt runterspringt. Bei den meisten Spielen verliert man da Leben. Ah, da bin ich. Wo stellt man sich so als Bestien hin? Nee, das ist nicht gut. Da kommen sie raus, dann stelle ich mich da oben aufs Dach. Ach komm schon, Bestchen, du wirst da eh nicht müde, du bist ein Roboter. Ja, das ist nicht so schlimm. Ach so, das war eine gegnerische Diva oder was? Nee, die hat beide getötet. Ha! Nice. Ich dachte, ich stelle mich einfach mal daneben dran und habe mich auch nicht verguckt, dass es der Bestien ist. Okay, Diva, schieß mich mal von hinten ab. Okay, den gönne ich mir. Der kommt jetzt irgendwo da raus, oder? Ne? Der ist doch hier zur Seite reingegangen. Ne, das Healing ist da, dann ist er gestorben. Ach man, gegen 2 kann ich dann doch nichts machen. Aber hey, die Diva hat keine Rüstung. Vielleicht snacken wir sonst, bevor sie da raus, bevor sie wieder ihre Ulti kriegt. Okay, es war zu spät. Sie hat ihre Ulti bekommen. Dann stelle ich mich mal hier oben rauf. Hier ging's doch auf, ja, da. Ich hab dich im Visier. Ach, die sind schon alle eins weiter, das ist auch gut. Ne, die sind da. Jetzt bin ich runtergegangen. Okay, ich hab mich versehen. Ah ne, da hinten ist ein Punkt. Dann gehe ich einfach mal dahin. Oh, ein Sniper, das ist nicht gut.
Skill improved. Oh shit. Der Soldier von hinten, nee. Naja, was soll ich machen? Aber jetzt habe ich die Ulti. Ich hätte vielleicht einfach in der Form bleiben sollen. Hätte ich vielleicht noch mehr Leben oder so, aber... Naja. Okay, ich denke, so weit kann ich auch nicht schießen. Oh mein Gott, die Sniper wollen mich. Wo sind sie denn? Steht der hinter mir? Naja. Ach, das ist unfair. Anscheinend bin ich nicht der beste Bastion. Aber ja, Bastion ist ja nicht schwer zu spielen. Er ist bloß schwer, ihn gut zu spielen. Ach, geh doch weg. Das muss er sein. Ha, ich hab's noch. Oh, jetzt. Jetzt haben sie ihn, glaube ich. Das schaffen wir nicht mehr. Da hinten ist einer. Na, das ist doch nix. Müssen die nicht da drauf stehen? Ach, dahinter sind sie. Beste Ulti.
Aber wenigstens sind sie nicht mehr hinter dem Teil. Da hinten ist ein Diva, oder? Ne? Ach, ich gehe da mal runter. Ah, naja, ich glaube, das war's jetzt. Noch eine Minute. Und da haben wir einen Hanzo da vorne. Was genau macht der andere Hanzo da? Der stellt sich in die Base von den Gegnern. Na, das war ja klar, gerade ist er gestorben, oder? Noch 60 Sekunden. Ah, oh, da hinten ist ein Diva. Die ist zur Seite. Da hinten ist sie. Ach Gott, der Sniper. Skill. Skill. Noch mehr Skill. Okay, Skill hat gewonnen, glaube ich. Wo ist er denn? Ne? Nee. Oh. Du tötest mich nicht noch am Ende, Tracer. Highlight des Spiels. Ach, ich hab's ja gesagt ganz am Anfang und deswegen kriegt Bastion immer die Highlight des Spiels, weil er einfach ein Skill-Charakter ist. Man muss nur schießen können. Das war das vorhin, wo ich nicht mehr wegkommen konnte. Kills. Nice. Na, dann bedanke ich mich fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Your lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail?